Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den neuen Unlock All von V-Perk. Hier sehen wir das Ganze, wir drücken wieder ganz normal drauf und haben dann hier Anfrage, dann müssen wir auf Ja drücken und sehen dann hier Cheat Engine. Falls ihr es noch nicht runtergeladen habt, findet ihr auf jeden Fall entweder in der Beschreibung oder ihr geht einfach auf die Website von Cheat Engine, kommt direkt, wenn ihr Cheat Engine eingibt. Und dann könnt ihr es ganz normal hier runterladen. Auf jeden Fall, wenn wir es hier geöffnet haben, können wir es erstmal beiseite tun, denn erstmal müssen wir Steam öffnen, beziehungsweise Ubisoft. Falls ihr Rainbow auf Steam habt, müssen wir hier einmal Rechtsklick auf Rainbow machen, auf Eigenschaften gehen und dann einmal hier Bilan Spiel eintragen. Kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen Videos. Ansonsten zeige ich das nochmal ganz kurz. Slash Relaunch und dann B. Steht auch nochmal hier im Cheat Engine drin. Und zwar genau hier. Das müsst ihr eintragen, das ist ganz wichtig. Dann machen wir das Ganze nochmal hier in Ubisoft. Also gehen ganz einfach hier in Rainbow rein, Eigenschaften und tragen das Ganze hier nochmal ein. Wenn wir das gemacht haben, können wir Rainbow ganz normal starten. Wenn wir dann in Rainbow sind, gehen hier auf Cheat Engine. Was wir jetzt machen müssen, ist hier drauf zu drücken und dann hier auf Rainbow Six zu gehen, dann auf Ja zu drücken und dann nur noch hier auf Unlock All Base zu gehen. Wenn wir das gemacht haben, sollten wir jetzt hier alle Operator haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal auf Sense gehen und auf Loadout gehen, haben wir hier auch alle Skins. Und davon funktionieren jetzt auch nicht alle. Zum Beispiel könnte ich jetzt die Diamond-Lackierung auswählen, die funktioniert. Zum Beispiel Elite-Skins oder Black Ice oder sowas funktioniert nicht. Also das hier zum Beispiel würde auch nicht funktionieren. Aber sowas wie Diamond oder E-Sport-Skins funktioniert. Ihr müsst dann auch immer ein bisschen rumprobieren oder so. Attachment-Skins funktionieren nicht unbedingt. Da funktioniert aber auf jeden Fall Weiß. Nicht bei allen, aber bei manchen Operatoren. Da müsst ihr auch immer ein bisschen gucken. Ihr müsst im Test mal Blue. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Werden wir ja gleich sehen. Ja, ihr müsst da halt, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren alles. Genau, ansonsten können wir hier nochmal gucken. Ash, über hier die G36. Den hier aus dem Welcome Pack. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er funktioniert. Das wissen wir halt nicht. Werden wir ja später sehen. Ansonsten können wir hier noch aus dem Shop gucken, was es so gibt, weil da funktionieren einige Sachen oft, wie zum Beispiel hier das. Könnte ich ja mal probieren bei Warden und gucken, ob es funktioniert. Equippen wir mal. Ansonsten können wir halt noch hier bei E-Sports gucken, weil E-Sports sollte normalerweise immer funktionieren. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich hier bei Puls noch was ausrüsten kann. Genau, können wir einfach mal machen. Diamond. Und wenn wir jetzt ein paar Sachen equipped haben, die wir haben wollen, gehen wir einfach wieder raus aus dem Game und schließen Cheat Engine. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder auf Steam, machen den Comment wieder raus. Ganz wichtig. Und jetzt können wir das ganze Game wieder restarten, wenn alles raus ist, also wenn ihr den Comment rausgemacht habt und wenn ihr Cheat Engine geschlossen habt, dann könnt ihr Rainbow wieder starten. Jetzt sind wir wieder in Rainbow drin und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob alles funktioniert hat. Wie wir hier schon sehen können, bei Pulse hat es funktioniert mit der Lackierung. Man sieht, wir haben hier die Diamond-Lackierung drin. Wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Skins, dann sehen wir die natürlich nicht, weil die halt so eine Art Skin-Changer ist. Nicht wundern, ist halt nicht real. Aber ihr könnt sehen und die Teammates bzw. Gegner sollten das auch sehen können. Deswegen ist ganz nice. Dann gucken wir nochmal hier kurz bei Sense, da hatten wir doch auch was. Genau, es hat anscheinend auch funktioniert. Wir haben hier die Diamond-Lackierung und diesen Attachment-Skin. Bei Ash hatten wir noch was und zwar Starter-Pack-Lackierung hat auch funktioniert. Das Charm anscheinend sogar auch. Bei Pulse hatten wir schon gesehen. Warden hat sogar auch funktioniert. Das ist nice, also das ist echt nice. Genau Leute, und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr weitere Fragen habt, dann kommt doch einfach auf meinen Discord. Ist in der Beschreibung verlinkt, da findet ihr den Unlock All, weitere Sachen zu Rainbow und ja, Informationen zu meinen neuen Videos. Hier könnt ihr auch immer in Call kommen und so. Also alles chillig. Würde mich echt freuen, wir sind auf dem Weg zu den 1000 Membern. Außerdem, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich echt sehr supporten, wir sind auf dem Weg zu den 300 Abonnenten. Danke nochmal an VPerp, der das Ganze erstellt. Und genau, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Man sieht sich beim nächsten Mal und ciao.